Moin moin Leute, und wieder wie immer, danke fürs Einschalten. Ja, ich habe es euch ja letzte Woche angedroht, ich nehme euch hier vielleicht noch mit zur Rosttappe. Ja, zusammen mit Saskia. Genau, hier ist das, was ich vorhin gemeint habe. Hier kann man super toll an der Rosttappe, steckst du Geld rein, steckst noch mehr Geld rein, was im Platt gedrückt wird, kennt ihr bestimmt alle. Ja, Rosttappe. Da gibt es glaube ich sogar schon ein Video auf meinem Kanal, da habe ich euch damals die Geschichte schon mal erklärt zu der Rosttappe, warum die so heißt. Kurzfassung ist, da soll damals ein Reiter runtergesprungen sein und der Huf ist heute noch zu sehen. Bis dort werden wir hingehen. Falls ich das Video finden sollte, werde ich euch das mal verlinken in der Beschreibung und hier oben. Dann könnt ihr euch das zur Geschichte nochmal anschauen oder ich werde es natürlich in der Beschreibung auch nochmal eintragen. Gut, dann könnt ihr uns jetzt gerne auf diese kleine Wanderung begleiten. Oh Gott. Wie geht's dir? Ja, Saskia hat ja Höhenangst, ein bisschen schlimmer glaube ich als ich. Und hier geht es nämlich gleich bergab, tief runter. Also wenn du hier einmal fällst, dann fällst du. Entweder hält dich ein Baum fest oder du bleibst ein Auge irgendwo hängen. Gut. Ja, so ein Augenlid kann Menschenleben retten. Okay. Vielleicht gehen wir dann auch noch runter nach Thale. Das ist nämlich der Ort, der hier unten ist. Oh. Und na, mal schauen. Wir haben es ja noch früh. 9:30 haben wir es jetzt. Ich kann mich, guck mal, ich zeige euch mal. Das hier kommt gleich auf uns zu. Richtig geile Aussicht auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, wer mal im Harz ist. Da muss man einmal anhalten. So, ein kleiner Vorgeschmack. Das ist eine andere Seilbahn. Ja, da drüben ist eine Seilbahn, kann man da hochfahren und auf der anderen Seite ist die andere Seilbahn, die auch nach Thale runterfährt. Und das Geräusch, was man da unten hört, das ist die Bode, die man jetzt natürlich nicht sieht. Ach so, noch zu empfehlen ist das hier natürlich nicht, ne? Wir sind ja oben vorbereitet im Harz gefahren. Ich muss mich etwas vorsichtiger bewegen. Wanderschuhe oder Stiefel sind hier angebracht. Ja, jetzt steht es hier noch nicht mehr, gell? Guck mal nach vorne. Und auch hier gibt es die einsatzbeliebte Harz-Wandernadel, die schon etwas. Aber auch hier ist noch alles vorhanden. Super. Oh, das ist neu. Begehen auf eigene Gefahr, erhöhtes Risiko bei Schnee und Regen. Alpine Erfahrung, Trittsicherheit und geeignetes Schuhwerk erforderlich. Ja, kein gesicherter Wanderweg. Ja, das ist ein Weg, der war hier eine Weile gesperrt gewesen. Das letzte Mal, wo ich hier war, sind wir bis zur Hälfte runtergegangen, haben dann aber doch wieder umgedreht, weil alle waren K.O. Es geht nämlich hier doch ein bisschen steil runter. Wir werden es natürlich trotzdem probieren, weil alpine Erfahrung haben wir ja. Ich habe jetzt zwar nicht das richtige Schuhwerk an, das geht auch nicht, aber naja, da muss man halt durch. Deshalb habe ich ja eben auch schon gemeint, wenn man sowas macht, und das wissen alle von euch, die selber öfters mal wandern gehen, dass man sich dementsprechend kleiden muss. Heute sehen wir halt ein bisschen aus wie Touris, halt, ne, so. Völlig andere Montur. Ach, was laber ich denn euch jetzt zu, Mann? Habt Spaß, seid dabei und erfreut euch über mein dummes Gelaber. Uiuiui. So, hier ist es ein bisschen windig. Falls ihr mich verstehen könnt, das da unten ist die Bode. Das müsste man sogar hören, das Geräusch. Aber das ist, was ich gemeint habe. Das ist eine richtig geile Aussicht hier. So, wir werden auf jeden Fall dort hinten noch hingehen.
Dann da vorne, ihr seht das auch, da ist ein Geländer und da ist dieser Hufabdruck. Und da hinten, da unten, falls ihr das sehen könnt, ist ein weißer Punkt. Das sind zwei Menschen, die da sitzen und rasten. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Das hier ist der Hufabdruck und wie ihr seht, schmeißt man hier Geld rein, weil das soll angeblich Glück bringen. Ich bin echt verwirrt, dass hier wirklich immer Geld drinnen liegt. Aber hier werden auch öfters wahrscheinlich, wird das mal leer gemacht. Ja, hier ist auch eine Tafel. Ich lese euch das gleich mal vor, was hier die Sage ist. Ja, und hier wollte er rüber springen und dann hat er irgendwie nicht geschafft. So, die Rostrappensage. Der böse Ritter Bodo, nicht der mit dem Bagger, aus Böhmen warb um die schöne Königstochter Brunhilde. Eines Nachts, als Bodo sie immer heftiger bedrängte, sattelte sie ihr Pferd und floh. Bodo bemerkte bald ihre Flucht und setzte auf seinen Rappen hinterher. Bei dieser wilden Jagd gelangte Brunhilde in den Harz, bis ihr Ross vor einer tiefen Schlucht scheute. Um Bodo zu entrinnen, gab sie ihrem Pferd die Sporen und wagte in Verzweiflung den Sprung über diese tiefe Schlucht. Der Aufprall des Pferdehufes hinterließ einen Abdruck, die sogenannte Rosttrappe. Bodo wagte ebenfalls den Sprung. Er stürzte aber in den Abgrund und soll dort als böser Hund verwandelt die Krone der Prinzessin bewachen, die bei ihrem Sprung in die Tiefe fiel. Der Fluss wurde nach ihm Bodo benannt. Somit wäre nochmal alles erklärt. Ich brauche das andere Video nicht verlinken. Und ihr wisst um die Sage. Und an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, ihr habt es selber gesehen, die Aussicht auf jeden Fall, die ist hier wirklich atemberaubend. Das ist, glaube ich, hier der schönste Ort im Harz. Wer hier mal unterwegs ist, sollte sich das auf jeden Fall nicht nehmen lassen, einmal hierher zu fahren und einmal die Rosttrappe zu besuchen. Das Schöne hier dabei natürlich ist, das ist nicht nur ein Weg hier oben zur Rosttrappe hoch, sondern dort drüben, falls ihr das sehen könnt, ist auch nochmal ein Weg, ein Geländer. Man kann überall hier, sind Wanderwege lang gehen, man kann überall Pause machen. Also es lohnt sich. Das ist ein Tagesausflug, also ich empfehle früh loszugehen. Ich habe das auch nochmal vor, vielleicht schaffe ich das dieses Jahr nochmal. Ich denke mal, Saskia, die wird da bestimmt auch mitkommen. Da sind wir auf jeden Fall eine ganze Weile unterwegs. Ob ich allerdings dazu dann ein Video machen werde, weiß ich nicht, weil ich nehme euch gerne mit. Ich zeige euch gerne so die Gegenden, wo ich unterwegs bin. Es gibt ja einige von euch, die nicht nur Urbexer, Urbex-Videos anschauen wollen. Die freuen sich auch, wenn sie halt sowas mal sehen. Aber es gibt halt Momente, wo ich mir sage, die Kamera muss nicht überall mit bei sein. Stiller Begleiter, ja, ich kann die Kamera ja auch in die Jacke stecken. Vielleicht kann ich auch nebenbei einfach einen Livestream starten. Das wäre natürlich auch möglich.
habe ich eigentlich richtig Bock drauf, weil ich auch mit den Zuschauern gerne interagieren möchte. Macht sich in einem Livestream natürlich viel besser als über Kommentare. Aber das ist immer so, einerseits fehlt mir da die Vorbereitung, andererseits bin ich auch mal zu faul zu. Muss ich ehrlich zugeben. Und deshalb mache ich das öfters mal spontan. Ich war letztes Jahr auch überrascht. Ich habe ein Video, einen Livestream gemacht. Da ging es um den Bunker, den ich seit 4 Jahren besuchen wollte. Morgens um 7:30 und da waren 20 Leute auf einmal da. Ich wusste nicht, wo ihr hergekommen seid. Ich dachte, ich bin der einzige Frühaufsteher hier. Aber naja, also das wird öfters mal passieren, so ein Livestream zwischendurch. Gut, wir werden jetzt mal noch ein bisschen runtergehen. Gucken wir uns mal den gefährlichen Pfad an. Ob wir jetzt noch runtergehen bis ins Tal, keine Ahnung. Ja, jetzt mache ich aber erstmal eine kurze Pause, weil ich war ja auf Diät, habe leider wieder 2 Kilo zugenommen, das macht sich sofort wieder bemerkbar. Naja. Ja. Ja, da unten, das ist ein Grundstück. Ich weiß jetzt nicht, ob da jemand wohnt. Das ist einer der Gründe, warum ich hier mal runtergehen wollte. Weil ich auch gar nicht weiß, wie man da hinkommt. Da ist auf jeden Fall eine kleine Brücke, die über den Fluss geht. Hätte mich mal interessiert. Wollen wir mal den Weg da runter gehen? Gucken wir mal, ob wir runterkommen, wie weit wir runterkommen. Runter ist ja immer einfach, das Hochkommen ist immer schwierig. Da hinten ist zum Beispiel auch so ein Zickzack-Fahrt. Ja, ich glaube, wir müssen die nächsten Wochen nochmal herfahren. So Leute, jetzt eine wiederholte Szene, die wahrscheinlich für den Arsch ist. Ja, ich zeige euch jetzt mal einen Grund, warum ich hier auch nicht unbedingt filmen will. Das ist der Trampelpfad. Ja? Das ist ein offizieller Wanderweg auf eigene Gefahr, was ihr oben gesehen habt, das Schild. Hier ist kein Geländer, ziemlich enge, alles lose und Saskia steht gerade an der passenden Stelle. Hier gab es mal vor einer ganzen Weile einen Stein-Erdrutsch, wahrscheinlich durch Regenfall, wenn man so die Rinnen sieht. Und das heißt, die Stelle war hier mal verschüttet. Entweder hat man die dann später wieder freigelegt oder durch die Wanderungen hier hat sich dieser Weg hier selber wieder gebildet. Ja, und wie gesagt, wenn man hier... Also wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Schotter da lang. Da ist nämlich auch noch ein Trampelpfad. Da geht der weiter. Da müssen wir lang. Das heißt, ich werde jetzt hier die Kamera definitiv aus diesem Grund auch nicht weiter nutzen. Wenn alles gut läuft, seht ihr ja das Video und wir sehen uns dann spätestens unten wieder, wenn wir auf sicheren Untergrund sind. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt den wirklich, wow, sehr riskanten Weg unten angekommen. Also war schon eine gute Idee, die Kamera wegzulassen. Also wir haben uns ein paar Mal fast gemault. Das ist, hat schon seine Gründe. Wahrscheinlich, weil die haben den Weg mal lange gesperrt. Das letzte Mal, wo ich hier war, war der offen. Da gab es aber diese Schilder nicht. Und ich denke mal, dass es hier den einen oder anderen Unfall nämlich gab und deshalb haben sie die Schilder dahin gemacht. Ja, wir sind jetzt direkt unten an der Bode. Ja, wunderschöner Fluss.
herrlich kaltes Wasser. Haben wir vor 2 Jahren mal ausgekostet. Vor 2 Jahren hatten wir einen sehr warmen Sommer. Da waren wir ja mit einem Wohnmobil unterwegs. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Schwarzwald, Thüringen, Harz. Und den letzten Tag haben wir im Harz verbracht. Da waren 38 oder 40 Grad gewesen. Und da haben wir den ganzen Tag im Tal mit vielen, vielen anderen Leuten verbracht. Die haben alle in dem 9 Grad kalten Wasser drin gelegen. Weil das so eine Wohltat war, man konnte sich draußen einfach nicht aushalten. Wir werden jetzt auf jeden Fall diesen Weg nicht wieder zurückgehen. Wir werden jetzt Richtung Königsruhe gehen, das ist die Gaststätte, und dann werden wir durch Thale wahrscheinlich den weiten Weg wieder nach oben laufen. Ist zwar ein bisschen weiter, ist aber bequemer. So Leute, da vorne kommt das Haus, was wir von da oben gesehen haben. Da ist, sieht man sogar ein bisschen den Felsen. Da ist ein Felsen mit einem Kreuz und hinter dem Felsen ist der Felsen, wo wir oben standen, wo man dieses Häuschen gesehen hat. Und ich kann euch dazu sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier unten bin. Ich wollte immer mal wissen, was das hier für eine Bude ist. So, hier ist ein Mäuseloch. Ja, die Maus hat sich schön ausgemüllt hier. Und das hier ist das Gasthaus Königsruh. Täglich geöffnet. Täglich arme Küche, genau. Ganz toll. Lust auf Kuchen. Ey, auf jeden Fall. Schon alleine wegen dem freien Internetzugang. Und hier ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Im gesamten Bodetal ist die Naturgefahr von Steinschlägen und Felsrutschen nicht auszuschließen. Diese können Leib und Leben gefährden, betreten auf eigene Gefahr. Das habt ihr ja eben selber gesehen, ne? Auf was man da achten muss. So Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt hier Schluss. Wir sind wieder auf dem normalen Weg. Wir suchen jetzt eine Route, wie wir wieder zum Auto hochlaufen. Ja, und ich hoffe, euch hat die kleine Tour gefallen. Wie gesagt, es ist nur zu empfehlen, wenn ihr mal hier seid, unbedingt mal hier anhalten, die Rosttrappe. Vielleicht auch mal im Königsruh anhalten. Kaffee kostet 2,90 zurzeit, das ist gar kein Preis. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns dann ja, beim nächsten Mal sehen. Warum gucken die Leute eigentlich immer so komisch, wenn einer eine Kamera quatscht? Wir gucken immer, bin ich jetzt im Fernsehen? Nein, aber auf YouTube. ja, würde ich auch sagen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Vielen Dank fürs Begleiten. Wir sehen uns dann spätestens beim nächsten Lost Place oder auf der nächsten Wandertour. Wir wollten heute noch zum Blauen See, aber ich glaube noch nicht dran. Wir werden mich jetzt noch eine Weile unterwegs sein, um zum Auto zurückzugelangen. Ja, wie immer, denkt dran, guckt bei Saskia vorbei auf Instagram. Saskia ist rechter Bücher, ist verlinkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!